Sie springen aus Flugzeugen in 4000 Metern Höhe in die Tiefe und jagen mit ihren Flügelanzügen durch die Luft. Sie nennen sich Birdmen, Vogelmänner, Wingsuit-Piloten. To me, wingsuits is like sex. Erst seit wenigen Jahren gibt es diese junge Extremsportart. Besonders beliebt ist Wingsuiten daher auch unter Basejumpern, die sich auf der Suche nach dem besonderen Kick von hohen Gebäuden und Felskanten stürzen. Beim Basejumpen haben wir einen Schirm, einen Versuch. Der sollte aufgehen, der muss aufgehen. Mal im Ruhrgebiet. Der sonst so beschauliche Lohmühlenflugplatz wird heute von den Vogelmännern dominiert. Nirgendwo sonst in Europa versammeln sich so viele Wingsuit-Akrobaten regelmäßig wie hier. An diesem Wochenende sind auch internationale Springer dabei. Es geht darum, neue Rekorde zu fliegen. Wir haben heute einen internationalen Wettkampf in Sachen Wingsuit-Fliegen, wo wir drei Disziplinen ausfliegen, das heißt im Zeitfliegen, in Distanzfliegen und im Speedfliegen. Und da versuchen wir natürlich den Besten an ihm rauszusuchen. Und ich bin der Gejagte, sagen wir mal so. Ich habe zwei inoffizielle Weltrekorde. Und da schauen wir mal, wie es heute läuft. Schon seit 2004 kommen Wingsuiter aus aller Welt hierher, um sich mit Gleichgesinnten zu messen. Helmut Tacke ist vor 6 Jahren mit diesem ungewöhnlichen Sport in Berührung gekommen. Angefangen hat es alles mit dem Tandemsprung. Das hat mir sehr gut gefallen und da habe ich dann die Ausbildung angefangen. Und in meiner Ausbildung habe ich dann eben gesehen, wie jemand mit diesem Wingsuit fliegt. Und davon war ich so beeindruckt und habe gesagt, alles klar, das will ich machen. Los 200 Sprünge und dann rein in so einen Anzug. Helmut Tacke gilt mittlerweile als eine Größe in der Szene. Der 38-Jährige bringt in seiner Freizeit anderen Fallschirmspringern das Wingsuit-Fliegen bei. Am Anfang so einer Ausbildung steht immer die Einweisung in den Flügelanzug. Das ist das normale Gurtzeug, was man so zu springen braucht. Und ich baue da jetzt eine Wingsuit ein. So sieht die eben aus. Eine handelsübliche Wingsuit mit sehr großen Flügeln. Das wird alles mit Reißverschluss, wird das dann mit dem Gurtzeug verbunden und eingebaut. Die Beingurte muss ich in die Wingsuit reinlegen. Stelle sicher, dass die Griffe für den Hauptschirm abzutrennen und die Reserve zu ziehen, dass die außen liegen. Das ist der Abtrenngriff für den Hauptschirm abzutrennen, falls er sich nicht wirklich öffnet. Wir haben einen Reserveschirm und das ist der Reservegriff, damit löse ich dann die Reserve aus. Sollte ich mal bewusstlos sein oder nicht in der Lage sein, die Reserve zu ziehen, ist hier ein kleiner Computer. Der misst ständig die Freifallgeschwindigkeit und die Höhe und sollte ich in Bodennähe noch mit Freifallgeschwindigkeit fallen, schießt der automatisch hier hinten die Reserve, den Reserveschirm raus. Hier unten befindet sich der Hauptfallschirm. Der wird ausgelöst. Mit diesem Pilot-Shoot tätige ich dann den Hauptschirm. Der zieht mir dann den Hauptschirm einmal unten aus dem Container. Und so öffnet sich dann der Fallschirm. Das Wingsuit-Fliegen und das Fallschirmspringen sind untrennbar miteinander verknüpft. Denn zum Landen ist jeder Vogelmensch auf die Hilfe eines Fallschirms angewiesen. Die Versicherung, der Brustgurt, sehr wichtig. Und sonst würde man beim Schirmziehen, also beim Pullen, aus dem Gurtzeug fallen. Und deshalb ist der Brustgurt lebenswichtig. Rund 700 Euro kostet ein maßgefertigter Wingsuit. Also so sieht's aus, der fertige Wingsuit. Und wir müssen die Reißverschlüsse am Schirm aufmachen, weil wir sonst
nicht an die Toggles oder an dem Schirm kommen, um den zu lenken. Und daher ist es dann eben vonnöten, die Reißverschlüsse nach der Schirmöffnung aufzumachen, damit wir an den Schirm kommen. Ich befinde mich im Freifall, in dieser Flugposition. Lasse die Griffe los, fasse nach hinten, gehe synchron zusammen, fasse nach hinten, nehme den Pilot-Shoot, schmeiße ihn weg, warte, bis der Schirm geöffnet ist und öffne dann die Reißverschlüsse, damit ich eben oben an den Schirm komme und nachher unten an der Landewiese auch auslaufen kann. Fühlt man sich da nicht so ein bisschen wie ein Superheld, wenn man da durch die Lüfte schwebt? Das ist schon ein tolles Gefühl, ja. Da hinzufliegen, wo man möchte, da den Schirm zu ziehen, wo man möchte und sich, wie gesagt, alles von oben angucken kann. Man hat 3 Minuten Zeit, sich das wirklich von oben anzugucken. Auch wenn sie dank ihrer Flügelanzüge mit der Schwerkraft spielen, teilen die Vogelmenschen das Schicksal von Fallschirmspringern. Gibt es weniger als 3 Kilometer freie Sicht über dem Absprungort, müssen sie auf besseres Wetter warten. Und das verkürzen sich die Teilnehmer mit der gegenseitigen Demonstration ihrer letzten Sprünge. Die Kamera gehört zum Equipment eines Extremsportlers quasi dazu. Das ist jetzt der Formationsflug. Abgesetzt wird aus 2 Maschinen. Wir sehen hier im Bild noch die 2. Maschine. Und warten jetzt, beobachten die andere Maschine, wann die aus dem Flugzeug rausspringen, also das heißt den Exit machen. Und dann geben wir das Kommando Exit und los geht's und raus. Springer gehen jetzt nach und nach raus. Es dauert immer einen kleinen Augenblick, bis sie sich dann am Himmel befunden haben. Wir sehen hier schon einen Flieger, der brennt nicht. Das ist eine Rauchpatrone, um in der Formation besser zu sehen, wo der hinherfliegt. So sieht es dann eben von oben aus, wenn dann eben mehrere Wingsuits zusammen im Formationsflug fliegen. RW, Relative Work, heißt das normale Formationsfliegen im Fallschirmsport. Doch mit dem Wingsuit ist das viel schwieriger. Wir sehen vorne die Spitze, die sieht schon ziemlich gut aus. Hinten der Schwanz, der ist ein bisschen ausgefranst. Der große Unterschied ist wirklich, man fliegt, kann viel Strecke machen, kann wesentlich mehr mit anderen zusammen große Formationen fliegen, wo es dann in die Geschwindigkeit reingeht. Beim RW, man fällt halt senkrecht runter, man liegt quasi irgendwann auf einem Luftteppich, wird nicht mehr schneller und kann an Formationen fliegen. Und bei uns ist es wirklich halt ja, wie ein Flugzeug, wie ein Vogel, durch die Luft fliegen wirklich. Grenzen gibt es immer, also so eine gewisse gesunde Portion Respekt sollte immer dabei sein vor jedem Sprung. Es ist auch so, es ist nicht jeder Sprung wie der andere. Es kann immer eine Notfallsituation kommen. Das muss man sich immer bewusst sein. Und also der Kick verloren geht dabei nicht. Es ist für einen Außenstehenden oft nicht zu glauben. Manchmal halt ja, nach 100, 200 Sprüngen wird es auch langweilig, macht mal was anderes. Aber es ist nicht so, es ist immer wieder was anderes. Man lernt immer wieder dazu, wird immer besser. Man kann immer größere Formationen fliegen mit immer mehr Leuten. Und das gerade bei den hohen Geschwindigkeiten, die man da fliegt, ist das schwierig. Wenn man vorne mit dabei bleiben will, dann sollte man schon 100 Sprünge im Jahr machen. Sonst verliert man auch irgendwann das Gefühl dafür, dann kann es auch gefährlich werden. Leute, die jetzt immer so ihre 12 Pflichtsprünge im Jahr machen, die braucht man, um die Lizenz zu erhalten. Das ist schwierig. Man braucht viel zu sehr, um dazu zu lernen und verlernt auch wieder das Gefühl dafür. Das ist nicht so wie beim Fahrradfahren, dass man einmal Fahrrad fahren, immer Fahrrad fahren kann. Man braucht schon das Gefühl in der Luft, das muss man schon behalten. Es gibt Zusammenstöße in der Luft, gerade wenn man illegalerweise durch Wolken fliegt. Und mit den Wingsuits hat man hohe Vorwärtsgeschwindigkeiten, man sieht nicht, wo man hinfliegt. Die meisten Unfälle, denke ich, passieren beim Landen. Selbstüberschätzung ist eigentlich der Hauptgrund für Unfälle. Ja, Leute, die meinen, sie können alles, haben irgendwas gesehen, meinen, kann ich auch, dann wird es gefährlich. Mit den Leuten zusammenzuspringen wird dann auch gefährlich, weil die halt ja, nicht die Augen überall haben, die Erfahrung nicht haben. Und da passieren dann die Unfälle. Da wurde jetzt gerade einmal abgewunken, das heißt, die Formation ist zu Ende. Und dann wird es auch schon bald Zeit, den Fallschirm zu ziehen.
Ein Flugzeug vom Typ Twin Otter steht bereit. Es wird die Wettkampfteilnehmer auf 4000 Meter Höhe bringen. Helmut gibt letzte Anweisungen. Kommen wir mal alle zusammen, bitte. Der Sprungauflauf wird so starten. Ich werde mir gleich Gedanken darüber machen, wie die Absetzreihenfolge ist. Das werden wir dann vorne auf die Tafel schreiben, wie wir abgesetzt werden. Für die Leute, die noch nicht Otter gesprungen sind, bitte ich darum äußerste Vorsicht. Wir haben zwei Props, nicht wie gewohnt an der Karawane, dass wir vorne einen Prop haben. Also bitte ich darum, nicht unter die Flügel zu gehen. Geplant ist, 1,5 Meilen hinter dem Platz abzusetzen. Das ist erstmal ein Richtwert. Wir müssen gucken, wie der Wind ist. Wir setzen gegen den Wind ab und fliegen mit dem Wind nach Hause zum Platz zurück. Ich spekuliere auf den Zeitrekord und Distance-Rekord. Aufgrund meiner Größe habe ich da vielleicht ein bisschen Vorteile. Größe und Gewicht spielen da eine große Rolle. Helmut ist sehr leicht und deswegen auch deswegen der Rekordhalter. Hat natürlich super viel Erfahrung schon. Wenn alles gut geht, rechne ich mir doch eine kleine Chance zumindest aus. Ja. Ja, und dann bitte ich darum, natürlich jetzt alle Gurtzeuge und alle Wingsuits einzubauen, dass wir jetzt auf schönes Wetter warten und dann eben schnell einsteigen können. Für seinen Schirm und seinen Wingsuit ist jeder Springer selbst verantwortlich. Sicherheit steht bei Helmut Hacke und den Wingsuitern aus Mahl an oberster Stelle. Daher prüft auch Vereinschef Guido noch einmal persönlich die Ausrüstung. Da haben wir hier den Hauptcontainer mit dem Loop. Der Loop ist okay, Packdruck ist in Ordnung, Weidel liegt korrekt. Dann guckt man sich hier hinten die Tasche noch an, ob die das Gummi noch genug Spannung hat, damit das nicht rauskommt. Dann die Reserveklappe, hier ist die Blombe dran. Ganz wichtig, der Pin ist ganz drin, Packdruck stimmt, hier steht nichts über, kann nichts einrasten, alles schön. RSL ist auch vernünftig eingehängt, sauber. Dann können wir noch gucken, ob das Kabel frei läuft. Okay, da blockiert nichts. Im Fall eines Falles könnte man das korrekt rausziehen, ganz wichtig. Wir machen jedes Jahr eine Kontrolle, was die Ausrüstung anbetrifft. Ja, dann ist eigentlich die Saison gedeckelt. Und jeder Springer, der hier nicht regelmäßig springt, der wird halt, wenn er sich einschreibt, kontrolliert. Und das Gurtzeug auch in Augenschein genommen. Im Fallschirmsport ist es so, dass alle Fehler, die möglich sind, werden irgendwann früher oder später gemacht. Das heißt, man muss immer höchst wachsam sein. Und heute wollen die Leute möglichst rasant mit 100 Sachen über die Wiese flitzen, so als letzten Teil des Sprunges und dann eben ja, trotzdem sicher und sanft landen. Wingsuit-Springer gibt es schon seit über 100 Jahren. Weil die Technik besser geworden ist, kann man auch diese Disziplin professionell betreiben und hat nicht mehr so viele Ausfälle von dem Material her. Ne? Dass der Mensch eine Fehlerquelle ist und bleibt, ist sowieso klar. Also die Wingsuit-Fliegerei ist natürlich etwas sicherer geworden, dadurch, dass viele Leute alles Mögliche ausprobiert haben und auch gewisse Notprozedere perfektioniert wurden, sodass man weiß, was man zu tun hat, wenn es mal nicht so funktioniert oder nicht so läuft, wie man es will. Man braucht ja auch eine gewisse Voraussetzung, das heißt, man muss erst mal 200 Sprünge gemacht haben, man muss eigentlich schon Springer sein, um dann in diese Disziplin einsteigen zu können. Und es fangen grundsätzlich eigentlich mehr Leute mit irgendwas an, als die dann dabei bleiben. Ne? Viele schnuppern nur mal und sagen danach, es ist vielleicht doch nicht so mein Ding, ich mache lieber Relative Work oder Free Fly, so im normalen Freifall. Und einige Enthusiasten, die bleiben halt dabei und springen nur noch mit dem Flügelanzug. Jetzt kommt der erste Wettbewerbssprung. Gott sei Dank. Die Fallschirme sind gepackt, die Ausrüstung ist gecheckt. Spezielle GPS-Geräte werden auf den Helmen montiert. Sie sollen die entscheidenden Wettkampfdaten liefern. Nun heißt es warm anziehen, denn auf der Absprunghöhe in 4000 Metern herrschen gerade mal 0 Grad. Die Flügelanzüge werden schon vor dem Aufstieg angezogen, denn in der Enge des Flugzeugs ist dafür kein Platz mehr. Wer zuerst springt, steigt als letzter ein. Dann startet das alte Busch-Flugzeug mit seiner ersten Ladung Vogelmenschen an Bord. Thank you.
18 Minuten braucht die Twin Otter, um auf die Absprunghöhe von 4000 Metern zu kommen. Die Springer nutzen die Zeit, um noch einmal in sich zu gehen und alle Risiken dieses nicht ungefährlichen Hobbys in Gedanken durchzuspielen. Eine letzte Kurve. Dann wird bei einer Geschwindigkeit von etwa 150 km/h die Luke geöffnet. Die Twin Otter kreist um den Sprungplatz. Es bleiben den Springern nur wenige Sekunden, um sich in die Tiefe zu stürzen. Doch schon beim Ausstieg lauern Gefahren. Beim Ausstieg ist es wichtig, dass man wirklich geschlossen aus dem Flugzeug aussteigt. Das heißt also, keine Flügel aufmacht und sich wirklich nur von dem Flugzeug abtropfen lässt. Und sobald man den Flieger komplett sieht, dann alles aufmacht, das heißt Beinflügel und Armflügel aufmacht. Und so ist es eben sicher, dass man dann nicht irgendwo in Kontakt mit dem Flugzeug kommt. Um für den Wettbewerb genügend Geschwindigkeit aufzunehmen, rauschen die Wingsuiter die ersten 1000 Meter steil nach unten. Dann erst beginnt die Wertung. Die Herausforderung ist, möglichst weit, möglichst schnell oder möglichst lange zu fliegen. Beim Flug mit einem Wingsuit könnte schon eine unbeabsichtigte Handbewegung dazu führen, dass der Springer sich überschlägt oder ins Trudeln gerät. In einer unkontrollierten Fluglage könnte der rettende Fallschirm aber nicht gezogen werden. Wenn ich merke, dass ich anfange zu wackeln, dass die Suit dann ein bisschen unruhiger wird, dann weiß ich schon, dass ich im Highspeed-Bereich bin. Ich denke mal so, dass ich immer zwischen 160 und 180. Weiter komme ich mit meinem Gewicht leider nicht, aber es reicht mir aber auch. Von Entspannung keine Spur, das ist mehr Adrenalin. Ne? Wir sind so ein bisschen Adrenalin-Junkie. Ich glaube doch. Nach der Landung geht es direkt zur Auswertung. Die Daten werden von Klaus Reinwald analysiert, der bereits seit Jahren eine Software speziell für solche Wettkämpfe programmiert. Das sind die GPS-Geräte, die Fallschirmspringer am Helm montiert haben. Das sind Positionsdaten von einem GPS-Logger, die lade ich hier in diese Software Paralog. Dort werden die entsprechend aufbereitet und auf eine Webseite hochgeladen, wo dann automatisch eine Rangliste für diesen Wettbewerb erstellt wird. Es gibt ja auch eine grafische Auswertung, wo man dann mit den Teilnehmern nochmal den Flug durchgehen kann, nochmal Optimierungspotenzial für die jeweilige Disziplin besprechen kann, sodass beim nächsten Mal besser ist. Was auch sehr schön ist, man kann so einen Flug nehmen und kann sich den in 3D angucken. Also hier genau sehen, wo der Springer abgesprungen ist, wie seine Flugbahn verlief und kann sich die sogar in Echtzeit nochmal wiedergeben lassen. Drei Wettkampfsprünge kann jeder Teilnehmer in den Disziplinen Geschwindigkeit, Strecke und Zeitfliegen machen. Die Daten jedes Einzelnen werden nach und nach ausgewertet und zeitgleich im Internet veröffentlicht. Immer wieder kommt es zu unerwarteten Überraschungen. Oh! Erste Mal über 200 Stundenkilometer geflogen. Erster, zweiter, dritter Platz in Jungfrausmal. Besser kannst du glauben. Neue Rekorde werden in diesem Jahr nicht aufgestellt. Doch der Wettbewerb bleibt fest in den Händen der Maler Wingsuit-Piloten Kai Rüber, Helmut Tacke und Kai Seewald. Der Dreifachsieg der Lokalmatadore wird anschließend ausgiebig gefeiert. Lauterbrunnen in der Schweiz. Das Tal im Berner Oberland gilt wegen seiner hohen Felswände als Mekka für Basejumper. Die Wingsuit-Springer von Mal verbringen hier ihren Extremsporturlaub. Denn im Gegensatz zu Deutschland ist in der Schweiz der Sprung von den Felsen legal. Schön aufgerissen jetzt. Ja. Ich denke mal, das bleibt auch so. Jetzt guckst du, die Wolken ziehen doch ein bisschen hoch. Es lichtet sich. Viertelstunde. Falls was kommt, können wir ein bisschen warten nach oben. Ja. Bis zu 20.000 Basejumps werden hier pro Jahr gezählt. Hier passieren noch gut ein Sechstel aller weltweiten Basejumper-Unfälle. Exits,
so nennen sie die Felsvorsprünge, von denen sie sich in die Tiefe stürzen. Wir machen uns jetzt fertig, wir wollen jetzt den ersten Sprung machen. Wir hoffen, dass das Wetter so hält und wir den Sprung durchziehen können. Wir warten schon den ganzen Tag und ziehen uns jetzt um, Gurtzeug aufziehen, Helme, alles bereitstellen. Ja, und dann geht's los. Eine Dreiviertelstunde laufen, dann machen wir uns am Exit Point fertig und hoffen, dass es gut geht. Doch vor dem Adrenalinkick kümmern sich die Jumper um ihre Lebensversicherung. Das Packen ihres Baseballschirms. Hallo Jungs, heute ist wieder ein schöner Tag, kannst du springen? Ja, das haben wir uns gewünscht. Super, gell? Ja. Gestern war alles voll Nebel und heute ist tipptopp. Okay, ich wünsche allen einen schönen Tag. Danke, danke. Macht's gut. Dankeschön. Bis später. Bis später. Tschüss. Ciao. Manche Hotels in Lauterbrunnen haben sich auf die Basejumper spezialisiert und bieten spezielle Räume zum Packen der Schirme an. Auch die Hausherrin Elsbeth hat die Vorteile der Extremsporttouristen erkannt. Die Basejumper, die sind das ganze Jahr hier, vom Januar bis im Dezember. Die sind immer hier. Es hat angefangen, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war 1995, kam eine Frau mit dem Rucksack. Sie hätte gerne ein Zimmer. Aber sie ist eine Basejumperin. Ich habe gesagt, was ist das Basejumperin? Keine Ahnung. Ja, eben, da hat sie mir das alles erklärt. Und die kam dann eigentlich regelmäßig zu uns und hat gesagt, es sei ein sehr ideales Haus hier, es gefällt ihr hier. Und sie hat dann auch immer mehr Leute gebracht. Ich bin früher Fallschirm gesprungen. Aber nein, im Moment, also überhaupt nicht, ich gehe da nicht nach oben. Nein, nein. Ich schaue mir gerne die Sprünge an, aber sonst nach oben, nein. Dankeschön. Drinnen hat Helmut bereits mit dem Packen des Schirms begonnen. Ich habe mir den Schirm jetzt auf die Seite gelegt, das sogenannte Sidepack. Der Schirm wird jetzt auf der Seite eben sortiert und dann eben einmal zusammengelegt. Dadurch nehme ich dann als Unterstützung diese Klammern, fange hier hinten wirklich am Schirmende, fange ich an und sortiere mir dann eben den Schirm so durch. Das ist ein 7-Zeller-Schirm, das heißt also, ich muss auch wirklich hier 7 solche Fähnchen haben. Also ein 7-Zeller-Schirm, das sind, wenn man den Schirm mal von vorne betrachtet, wo die Lufteinlässe sind, habe ich 7 einzelne Zellen, die dann wirklich den kompletten Schirm ergeben. Und da eben 7 Zellen beim Basespringen und beim normalen Fallschirmspringen hat man eben diese 9 Zellen. Und die füllen sich dann eben mit Luft und das trägt dann eben. Und dadurch eben muss ich jetzt hier immer diese 7 einzelnen Zellen zusammenlegen. Und fixiere sie mir eben mit so einer Backklammer hier. Und dadurch bekomme ich dann eben schon mal eine Ordnung in den Schirm hinein. Base-Schirme sind dafür optimiert, sich sehr schnell zu öffnen, sodass sie auch in niedriger Höhe noch gezogen werden können. Es sind ein paar Schritte mehr beim Packen als beim normalen Fallschirm. Und dadurch dauert es dann eben ein bisschen länger und man muss ein bisschen sauberer und genauer arbeiten. Und die Packweise ist ein klein bisschen anders. Also wer einen normalen Fallschirm gepackt hat und dann irgendwann aufs Base umsteigt, der wird dann gewisse Punkte schon sehen, die er hier vom normalen Packen kennt. Aber wie gesagt, eben Zeit und Geduld und sauber packen. Beim Basejumpen haben wir einen Schirm, einen Versuch. Der sollte aufgehen, der muss aufgehen. Und beim Fallschirmspringen haben wir 2 vollflächige Schirme. Das heißt, ein Hauptschirm und oben drüber ein Reserveschirm. Und der wird ein bisschen anders gepackt. Das heißt also, das ist nicht so einfach. So ein Schirm hat ein Profi ist wirklich in 4 bis 5 Minuten gepackt. Und so ein Base-Schirm, da sollte man sich schon die Zeit nehmen. Und das dauert eben dann 45 Minuten bis Stunde braucht man da wirklich. Einen Reservefallschirm gibt es beim Basen nicht. Bei der oft geringen Absprunghöhe bliebe kaum Zeit, einen zweiten Schirm zu öffnen. Rund um Lauterbrunnen
gibt es zahlreiche Exits. Bis zu 800 Meter ragen die Felswände steil empor. Und die fast senkrechten Felsen ziehen Springer aus aller Welt an. Doch der Weg zum Springerglück ist beschwerlich. Nur die wenigsten Exit Points sind mit Seilbahn gut zugänglich. In den meisten Fällen müssen sich die Jumper an den Abhängen durchs Gebüsch kämpfen. Wir sind jetzt hier am Exit Point Yellow Ocean, so wird er hier genannt. Und wir machen uns jetzt fertig, sind gerade angekommen. Machen uns sprungfertig, checken nochmal unsere Gerätschaften. Wird jetzt noch ein paar Minuten dauern. Gehen nochmal ein bisschen in uns und dann geht's los. Im Angesicht des Abgrunds bereiten sich die Springer vor und ziehen ihre Wingsuits an. Die Gruppe ist eingespielt. Jeder weiß, was er zu tun hat. Mache ich wieder den ersten? Ja, mach ruhig. Ihr wisst doch, ich arbeite nicht so gerne, wenn ich so lange hier oben warten muss. Da kommt die Angst. Ich habe gleich nur einen Griff, nämlich diesen Zipfel hier unten zu greifen. Den greife ich, der fängt weg. Wenn das nicht klappt, wird's eng. Konzentration statt Hektik. Nachlässigkeit kann tödliche Folgen haben. Brustgurt sitzt, Beingurte stecke ich drin und sind geschlossen. Besonders darauf achten wirklich, dass alle Reißverschlüsse zu sind. Dass ich wirklich an meinen Pilot-Shoot auch wirklich drankomme. Das ist sehr wichtig, weil sonst kann ich den Fallschirm nicht auslösen. Was man hier sieht, ist dieser silberne Pin hier unten. Der hält eigentlich die vier Klappen zusammen von diesem Container, wo der Fallschirmstoff drinsteckt. Und ich check nochmal, ob die an der richtigen Stelle sind, ob da nichts verwurstet ist. Der Helmut hat es natürlich gecheckt, er weiß es. Ja. Aber safe is safe, deswegen machen wir es gegenseitig immer noch mal kurz, bevor wir an die Kante gehen. Fast alle tragen für den Sprung Tracksuits. Das sind Anzüge mit ganz kleinen Flügeln. Damit können die Jumper in der Luft steuern. Man denkt sich immer eine Reckstange, wo man dann wirklich so dran springt. Und dann hat man die optimale Absprungposition. Und das versuchen wir dann eben immer jedes Mal eben so hinzubekommen. In ihren Anzügen, die auf dem Boden eher hinderlich sind, klettern sie am Seil die letzten Meter bis zur Felskante. Beim Basejumpen ist ein sauberer Absprung lebenswichtig, damit der Springer die Kontrolle über den Sturz behält. Das wichtigste Ziel, weg vom Felsen. Und zwar so schnell wie möglich, denn ein Kontakt mit dem Felsen ist meist fatal. Selbst wenn der Jumper den freien Fall gut gemeistert hat, lauert eine andere große Gefahr. Bei Kai öffnet sich plötzlich der Fallschirm in die falsche Richtung. Er steuert gegen den Felsen. Dieser sogenannte Twist ist besonders gefürchtet, aber Kai kann im letzten Moment den Schirm herumlenken. Das Geräusch des sich öffnenden Fallschirms heißt für die, die oben geblieben sind, alles gut gegangen. Dann springt schon der Nächste. Als einziger nutzt Helmut als erfahrener Springer auch beim Basen einen Wingsuit. Das verdreifacht seine Flugzeit, aber der Wingsuit lässt auch sehr wenig Spielraum für Fehler. Der Anzug erschwert den Griff an den Schirmauslöser. Doch schon nach wenigen Sekunden freiem Fall fliegt Helmut wie ein Vogel sicher durch das Tal. Geil. Puh, Herzchen klopft, aber hat Spaß gemacht. Wie immer schön. Weiter. Nochmal. Pumpe geht. Aber dieser Wandel ist geil, von absoluter Anspannung zu purer Freude. Während dem Exit, das ist der Hammer.
Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Ich habe von einigen Menschen gehört, die mit sehr wenigen Fallschirmabsprüngen zum Basen gekommen sind und sind dann das ein oder andere Mal tatsächlich verunfallt. Deswegen wollte ich mir absolut sicher sein und habe daher sehr viele Sprünge gemacht und habe meinen Mentor mehrfach gefragt, ob er mich denn jetzt ausbilde. Und er hat immer gesagt, nee, mach ruhig noch ein paar Sprünge, ne, gewinn mehr Sicherheit. Und dann kam der Zeitpunkt und er sagte, du bist jetzt bereit? Ich sage, ja, ich bin bereit. Okay, dann komm mit, dann weise ich dich ein. Ja, darüber bin ich jetzt sehr glücklich. Noch während die Glückshormone die Körper fluten, wird das nächste Objekt der Begierde ausfindig gemacht. 5 bis 7 Mal pro Tag schaffen es die Jungs hoch auf die Felsen und wieder herunter. Ich denke, irgendwo gibt es halt immer Dinge, die einem im Blut liegen, wo man was Besonderes sucht. Also es gibt ja wenige Menschen, die immer ja, vielleicht auch Gefahren suchen, keine Ahnung. Aber ja, irgendwas, wo es kitzelt, das suche ich schon. Aber es ist nicht nur der reine, es geht nicht um den Kick nur beim Basen. Ihr habt das ja gesehen, wir sind in der ganzen Gruppe unterwegs. Es ist einfach auch das ganze Gefüge, wenn wir mit den Jungs zusammen sind. Das macht schon mächtig Spaß. Aber im Dorf Lauterbrunnen gibt es auch Einheimische, die den neuen Extremsporttourismus am liebsten verbieten würden. Der Höhepunkt dieses Springens hier war, als ich hier um Mittagszeit eine Beerdigung hatte, eine relativ große Beerdigung. Und da ist einer oben rausgesprungen, hat da seinen Jubelschrei losgelassen und dann der Knall des Schirmes, wie er sich geöffnet hat. Und das war also wirklich voll daneben. Biobauer Matthias Feutz belasten die tödlichen Unfälle. Vor wenigen Wochen erlebte er, wie ein Basejumper direkt neben der Grundschule in die Felswand prallte. Die Kinder waren ja am Mittagessen. Dann hörten sie den Knall, schauen zur Flur auf und sahen, wie dort ein Basejumper abstürzt. Der fiel runter, der Schirm ging auf, prallte immer wieder an die Felswand. Der schrie ja, um Hilfe oder hatte Todesangst. Die mussten das alles miterleben. Und unten verstummte er dann, war tot. Und für ein Kind ist das natürlich schon recht einschneidendes Erlebnis. Viele Basejumper versuchen sich aber mit der Dorfbevölkerung gut zu stellen und halten sich an die aufgestellten Regeln der örtlichen Verwaltung. Dumpster ist der nächste Exit, benannt nach dem Müll, den die Anwohner hier jahrelang abluden. Death Valley nennen sie das Tal, wegen der vielen Basejumper, die hier in den Tod sprangen. 6 allein in diesem Jahr. Nee, Angst ist nicht dabei. Respekt. Respekt ist wichtig. Wenn ich Angst hätte, würde ich, glaube ich, nicht erstehen. Also es ist wirklich Respekt, den man hat. Fühlt sich vielleicht so an wie ein bisschen Angst, aber ich denke mal, das ist eher der gesunde Respekt, den man vor der ganzen Geschichte hier hat. Dieser Absprung, da macht es dann Klick. Und danach fühle ich mich eigentlich gut. Danach bin ich alleine. Es ist ruhig. Und das ist ein schönes Gefühl. Tief durchatmen. Tief durchatmen, Puls runterbringen. Nicht unbedingt immer direkt an die Kante denken, sondern erstmal. Ich bin dann erstmal immer so in mir drin. Und es geht schon früh genug zur Kante. Ich habe auch Unfälle mit dem Motorrad gehabt und da wirklich gesehen, wie gefährlich es ist, Motorrad zu fahren. Und habe es dann wirklich an den Nagel gehängt und habe gesagt, gut, suche ich mir was anderes. Und bin dann eben zum Fallschirmspringen gekommen und ich vermisse das Motorradfahren gar nicht. Also ich bin wirklich froh, dass ich damit angefangen habe, mit Fallschirmspringen. Das ist mein erster Sprung an diesem Exit hier. Gefällt mir sehr gut hier, bis auf den Müll, der hier rumliegt. Ich werde jetzt gerade gecheckt hinten nochmal, ob alles sitzt, ob alles passt. Alles gut, ist gut. Okay. Beingurte drin, zu? Beingurte drin, ja. Okay. Machen wir halt auch immer so gegenseitig checken. Geht so schnell, dass man was vergisst. Können wir vom Skydiven auch, dass man mal
irgendeinen sieht, der vergessen hat, einen Brustgurt zuzumachen oder was. Und das wird natürlich fatal hier, deswegen immer doppelt, dreifach checken. Jeder guckt nochmal. Er checkt ihn jetzt nochmal und ja, jetzt steigt die Anspannung langsam wieder. Merklich und vielleicht geht's ab. Wie hoch ist denn das hier? Bis zur Landing waren es 530 soweit. 530 bis zur Landing. Ist schön, ist eine schöne Höhe. Man hat noch eine Relation zum Boden, ist nicht wie beim Skydiven, da hat man halt eine Landkarte unter sich, sieht nichts mehr. Hier hat man noch Häuser, Menschen, Kühe, die man von hier oben sieht. Und das ist schon ein ganz besonderer Kick. Also beim Skydiven geht es mal um den Freifall, ums Fliegen mit den Linksuits. Und hier geht es mal um den Exit, also der Sprung wirklich über die Kante. Wenn man fällt, ist es klar, von der Skyline natürlich auch was anderes, aber der Schritt über die Klippe, das ist ja eine ganz andere Welt als im Skyline nochmal. Dann geht es durch den Nebel runter in den Abgrund. Jeder Sprung vom Felsen ist eine Höchstleistung sowohl für den Körper als auch für den Kopf. Denn mangelnde Konzentration erhöht das Risiko. Deshalb analysieren die Jungs von Marl auch immer wieder gegenseitig ihre Sprungtechnik. Ja, der Trick war jetzt nicht hundertprozentig perfekt. Ich meine, er ist gut von der Wand weggekommen, aber eierte so ein leichtes bisschen. Das kommt mir aber schon mal vor. Super. Und wieder schön hochgepult. Wunderbar. Und eine schöne Öffnung. Er übt jetzt noch ein bisschen mit dem Schirm. Jetzt wieder gerade gebremst. Höhe abbauen. Nochmal anbremsen. Fliegt jetzt mit halber Bremse. Und Flair. Und wieder öffnet sich der Fallschirm ruckartig in Richtung Felsen. Doch Kai behält die Nerven und den Schirm unter Kontrolle. Zum Abschluss ihres Urlaubs gönnen sich vier der Jungs aus dem Ruhrpott noch einen ganz besonderen Sprung. Wir haben jetzt einen schönen Heliflug vor uns, das man auch nicht allzu oft macht. Wir haben jetzt die Skydive-Fricks angezogen, also kein Base-Gear, normalen Fallschirm. Mit unseren Wingsuits, die wir normalerweise zu Hause auch mal fliegen. Bei dem Panorama hier ist natürlich Bombe. Das hat man sehr selten. Also ich noch nie, einen Helisprung hatte ich schon, aber noch nicht in so einer Umgebung hier. Das ist ein absoluter Knaller. Mit ihren Wingsuits soll es im Formationsflug über das Tal gehen. In den vergangenen Tagen sind sie bereits mehrfach von den umliegenden Felswänden heruntergesprungen. Ob mühsamer Aufstieg oder freier Fall, nie gab es Probleme. Jetzt bei einem letzten Check fällt auf, dass ein Höhenmesser defekt ist. Die Nadel ist ab. Jetzt zeigt mir nichts mehr. Helmut bleibt cool.
Er schaut im Flug sowieso lieber beim Nachbarn. Wenn ich jetzt fliege und die Sticks so festhalte, dann kann ich nicht so wirklich drauf gucken. Dann müsste ich den Arm drehen und dadurch verändert sich die Flugposition auf einer Seite. Dann würde ich schon eine Kurve fliegen. Und um wirklich die Performance nicht zu ändern, fliege ich dann an meine Kollegen ran und gucke mir das da an. Ist einfach gewohnter. Beim Fallschirmspringen habe ich immer dieses Ringshut an. Ja. Und weiß nicht, so einfach fühlt man sich zu Hause, wenn man das Ding anzieht. Kleine Kameras gehören mittlerweile bei fast allen Extremsportarten dazu. Von Jahr zu Jahr werden die Bilder immer spektakulärer. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, eine Trophäenjagd. Es wird natürlich nachher schon geguckt, was ein schönes, ob es ein schöner Schuss dabei ist. Dann freut man sich umso mehr. Aber wirklich Trophäenjagd ist es nicht, nein. Dann landet der Helikopter, der die Wingsuiter aufnimmt und auf Zielhöhe bringt. Der Sprung aus dem Hubschrauber gilt als etwas Besonderes. Denn der Helikopter wird in der Luft fast zum Stillstand kommen. Ohne Fahrtwind fühlt sich der Sprung dann an, als würde man ins Nichts fallen. Auf den ersten Metern gibt es keine Luftanströmung, nur Stille und den freien Fall. Also, ich bin der Toni, ja? Freut mich. Hallo. Ihr werdet alle hier hinten sitzen, auf der hinteren Bank, und Gregor ist dann vorne auf dieser, einfach umgekehrt. Mhm. Und wenn wir dann oben sind, wenn ich euch das Zeichen gebe, könnt ihr hier auf diesen Step stehen. Ja, Maximum 3. Ja? Mhm. Ja. Ja, mal schauen, aber sicher. Zwei. Und wenn ihr oben steht, vielleicht nicht nur hier an der Tür halten, wenn es geht, hier oben an dem Ding. Ja. Oder nicht zu fest ziehen. So, ja, oder auch hier, das ist auch okay. Ne? Genau. Ja, aber wir müssen noch einer dahinter. Ne? Ja, stellt euch rein. Packt mal an. Ja, genau, stellt das mal hin. Mal hinstellen. Braucht man halt oben nicht. Ja, das ist ja locker. Okay? Ja. Ja. Ich mache dann ganz wenige Vorwärtsfahrt, also okay. Fast nichts. Dann wendet es auch nicht so. Okay, dann ready, set, go! Also ich würde raten, wirklich zack, da hintereinander. Ganz kurz hintereinander. Ja. Ne? Ja. Wenn wir keine Vorwärts machen, dann kann ich also nicht schaffen. Ja. Wenn Set schon geht, dann kannst du weg, und weg. Genau, so machen wir das. Ja. Gut, und dann ist auch klar, 1500, ich gebe ein Zeichen, mach mich klein, ihr drei fliegt weiter. Genau, du pullst. Ich pull. Und wir fliegen weiter und teilen uns auf und pullen uns dann auch weg. Also ein bisschen Gegenwind. Genau, Mitte des Tales würden wir dann, ja. Also, perfekt. Also wir dann nachher gerade fliegen. Mhm. Also, ja, gut, dann rein, würde ich sagen, bin ich so weit. Packen wir's. ...3600 Meter. Das ist fast auf Augenhöhe mit dem Eiger. Dann geht es raus zum letzten Sprung. Der Himmel über Lauterbrunnen ist eine passende Kulisse für den Formationsflug. Für die Wingsuiter aus Marl ist das der krönende Abschluss ihres Extremsporturlaubs. Richtig geil. Absoluter Hammer. Ja, Hammer.